Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zitibio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem neuen Video hier zu unserem Tramsim-Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das erste Mal vor laufender Kamera. Was soll ich sagen? Ist natürlich keine Gewohnheit, denn wir wollen nämlich heute was testen. Es gab natürlich ein neues Update für Tramsim und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen. Natürlich dementsprechend auch, wie ihr es im Thumbnail schon gesehen habt, mit VR-Brille. Und es ist natürlich besser, wenn man natürlich dann auch sieht, ja, dass ich dann halt wirklich so eine Brille auf habe, als wie wenn man das Ganze nur halt in-game sieht, wie ich dann diese Brille auf habe und mich dann halt so bewege, dass ihr das dann auch mal sehen könnt, wie das Ganze dann dementsprechend auch so ein bisschen funktioniert. Aber bevor wir jetzt da losgehen, schauen wir mal jetzt ganz kurz mal hier ins Hauptmenü, denn da hat sich auch eine Kleinigkeit verändert. Und zwar, ihr seht hier oben schon diese 4000 TSP-Punkte. Wir hatten ja in den, gerade in den ÖPNV-News hatten wir das Ganze besprochen, vielleicht dem einen oder anderen Livestream, wo wir das Ganze halt schon uns ein bisschen angeguckt haben, dass ja immer diese TSP-Punkte immer verschwinden. Und als Entschädigung hat ViewApp dementsprechend reagiert und hat jedem Besitzer, der das Ganze schon vor diesem Patch halt bekommen hat, 4000 TSP-Punkte spendiert. Ja. Die TSP-Punkte sind irgendwie dafür da, dass man da irgendwelche Gimmicks freischalten kann. Wie genau das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht, wie man da was freischaltet. Dementsprechend, ja, jeder, der jetzt also gespielt hat und TSP-Punkte verdient hat und diese wieder verloren hat, der hat jetzt, wie gesagt, hier 4000 TSP-Punkte geschenkt bekommen. Andere Sache ist, es ist eine neue Option hinzugekommen, und zwar die Steuerung, wo wir uns jetzt die Steuerung dementsprechend angucken können. Hier seht ihr zum Beispiel hier Tastatur und Controller, und ihr könnt diese scheinbar jetzt frei wählen. Hier sehen wir auch ganz viele VR-Positionen. VR war wohl drin gewesen, funktionierte wohl, aber nicht so korrekt, und das soll jetzt halt mit diesem Update behoben worden sein. Und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier mit Kamera sitze, um euch das Ganze zu zeigen, wie das Ganze halt funktioniert und ob sich das lohnt. Ja, also, ne, da wollen wir mal gucken. Jedenfalls, wie gesagt, jetzt könnt ihr hier dementsprechend alles wieder einstellen. Ich werde mal ganz kurz gucken, dass ich hier mal den Controller mal jetzt hier abstecke, denn den brauchen wir aktuell nicht. So, sonst hat sich hier an sich nichts getan. Wenn wir jetzt hier durchgucken, ne, hier sehen wir dann die 4000 TSP-Punkte, unsere Statistiken, 9,5 Kilometer gefahren. Ja, und es ist eigentlich alles soweit beim Alten geblieben. Grafik und alles sowas, ne, ist alles wie gewohnt. So, gehen wir mal hier ins freie Spiel. Und ihr seht, ne, man kann nirgendwo auswählen, ob man das Ganze mit VR spielen möchte oder nicht. Das wird automatisch schon mitgestartet. Ja, und meine Oculus-Software ist auch offen. Dementsprechend, ja, müsst ihr nichts machen. Ne? Wir schalten mal die Uhrzeit morgens auf um 7. Covid-Modus lassen wir weg, weil das ist Quatsch. Ja? Wir haben ja jetzt, jetzt kommen die Tage jetzt auch noch ein paar OMSI-Videos aus Wien, und da haben wir, obwohl weiß ich gar nicht, doch, glaube ich schon. Ne? Lassen wir trotzdem weg, musste ich sehen. Ist schon schlimm genug gerade sowieso. Ich würde mal sagen, wir starten mal am Karlsplatz und fahren jetzt mal rück zum Stefan-Fahninger-Platz und das morgens um 7. Los geht's. Starten wir Tramsim hier durch. Und lassen wir uns überraschen. Nicht wundern, dass ich hier mal auf den zweiten Bildschirm gucke, ja, und nicht euch direkt angucke. Ich muss mal gucken, ob das Ganze halt aufnimmt und da jetzt irgendwie nichts stockt oder zittert oder sonst irgendwas. Und ja, entschuldigt auch. Ich war zu faul, den Greenscreen anzuschließen, und ihr seht, es wird kalt draußen. Jetzt kann man sich hier in den Bart stehen lassen. Jetzt hat man wieder eine gute Ausrede dazu. nee, aber wie gesagt, also mit Facecam ist ja sowieso immer sehr, sehr selten. Aber um euch das einfach mal zu zeigen, wie es halt ausschaut mit VR, den richtigen Blick dazu. Kann ja sein, dass ihr vielleicht auch überlegt, euch eine VR-Brille zu kaufen. Wie gesagt, in Lotus funktioniert das ja auch sehr gut, obwohl da ist halt noch das Problem mit der Performance, da das Ganze halt ja nicht so ruckelfrei läuft, wie sich das eigentlich gehört halt, ja. So, ihr seht, wir können uns auch ganz normal bewegen jetzt hier noch, ne? Also wir haben jetzt noch keine Brille auf oder sowas, ne? Das funktioniert. Ihr müsst jetzt, wenn ihr jetzt in-game seid, ja, hier ist meine VR-Brille, ja, ihr seht ja auch, sie leuchtet, ja, dementsprechend, warte mal, jetzt haben wir natürlich das Problem, wie mache ich das jetzt mit dem Ton technisch? Weil ich jetzt nämlich keinen in-game-Ton haben werde, ihr aber hoffentlich im Spielton habt. Wir wollen mal gucken. So, den Controller wurde nicht gefunden. Und wir drücken jetzt einfach die Taste V. Und schon, ja, müsste sich das Bild jetzt
gewechselt haben, ne, das sieht jetzt irgendwie alles nicht so schick aus, weil wir jetzt halt irgendwo hier mittendrin knien. Und das könnt ihr über die Pfeiltasten, könnt ihr euch jetzt diese Position jetzt praktisch einstellen, wie ihr jetzt sitzen wollt hier. So, ein bisschen höher. Oh, es ruckelt ein bisschen. Ah, naja. So, ja. So, sitzt mal ein bisschen weit. So, so. Ja, müsste passen. Vielleicht noch ein bisschen höher. So. Ja, ne, oder? Müsste doch gut ausschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei euch läuft, weil das Ganze in VR natürlich aufzunehmen, kostet natürlich nochmal richtig, richtig Performance. Ja, also da weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze dementsprechend halt so ausschaut, so funktioniert. Aber ihr seht, ne, die Menschen laufen sich. Ich kann mich jetzt hier echt umgucken. Ne? Kann jetzt nah rangehen, weit weggehen. Kann mich jetzt hier zum Beispiel so strecken, kann jetzt versuchen, so den toten Winkel jetzt hier immer so ein bisschen auszuspähen, halt, ja, dass das Ganze halt funktioniert. Wir können, wie gesagt, also ich kann mich hier richtig runterbeugen, ne? Anders als wie bei Lotus, da hast du halt diese Möglichkeit nicht, dass du den die Kamera perfekt setzen kannst. Ja? Da hast du einfach nur die Möglichkeit, die Kamera zurückzusetzen und je nachdem, wo die Sensoren sind, ja, dementsprechend kannst du dann halt auch das Ganze nur ausrichten. Hier haben sie es ganz gut gelöst. Ja? Du hast halt so unglaublich viele Funktionen, die du jetzt hier zum Beispiel die Kamera sitzt, also die Kamera so positionieren kannst. Ich weiß allerdings nicht, wie es halt ausschaut. Wenn das Ganze halt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert. So, ihr seht, ne, also es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, allerdings, weil ich kann jetzt natürlich jetzt nicht in die Kamera gucken. Ne? Das macht natürlich Sinn, weil ich habe eine Brille auf. Aber ihr seht jetzt im Großen und Ganzen, ja, wir können uns jetzt hier frei bewegen. Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel die Türen auch aufmachen. Jetzt haben wir hier die Türen offen, die Fahrgäste steigen jetzt ein, haben jetzt natürlich wieder eine ganz tolle Position wieder ausgesucht hier, wieder komplett falsch gestellt. Wir können jetzt die Numblock-Tasten benutzen, weil normalerweise spiele ich das Ganze ja mit Tastatur und Maus und dementsprechend schalte ich das Ganze auch mit Maus. Macht jetzt natürlich, wenn du eine Brille auf dem Kopf hast, wenig Sinn jetzt, ja, weil du müsstest erst gucken, wo ist der Mauszeiger und alles sowas. Also auch da hat sich ViewApp wieder was einfallen lassen, was natürlich das schon wieder deutlich, deutlich anders macht. Ja, also bei Lotus, da funktioniert das auch nicht so einfach. Ja, da hast du dann halt einen Mauszeiger und dann musst du ganz umständlich das Ganze dann dementsprechend dann halt umstellen. Ja. So, und ihr seht, ich bin jetzt hier während der Fahrt, ich weiß wie gesagt jetzt nicht, wie eure Performance ist. Es tut mir leid, ich werde mir das im Nachhinein noch, natürlich noch angucken, aber jetzt, wie gesagt, im Großen und Ganzen weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Aber ihr seht, es funktioniert richtig gut. Es ruckelt nicht, also es zuppelt nicht, es läuft richtig butterweich. Klar, mit der Performance jetzt, durch das Aufnehmen wird es dann natürlich nochmal ein bisschen runtergehen. Da hast du jetzt halt keine flüssigen 60 FPS. Also man sagt hier sowieso, ja, 90 FPS ist Minimum, ja, um halt flüssiges, richtig flüssiges, magenschonendes VR-Erlebnis zu haben. Ja, aber das hier läuft schon 1000-mal besser in VR als der Lotus-Simulator. Und das, ja, ist natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, der Engine jetzt geschuldet, ne? So, warte mal, ich suche den Blinker, hier ist er, okay. So, ne, also die Unreal-Engine ist natürlich für VR mega ausgelegt. Und ihr seht, ne, ich kann mich hier einfach umgucken und, wie gesagt, kann mich hier so vorlehnen, das ist ein richtig cooles Future, ja. VR, wie gesagt, war ja vorher halt schon möglich gewesen irgendwie, aber das Problem ist, dass das Ganze irgendwie nicht, technisch irgendwie noch nicht so ganz hingehauen hat. Jetzt mit dem neuesten Update läuft das richtig gut. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier keine Menge feststellen können, muss jetzt aber auch dazu sagen, dass ich das jetzt nicht wirklich lange getestet habe, also 10 Minuten oder sowas habe ich das Ganze mal getestet. Wie gesagt, das muss man jetzt mal in so einer Langzeit-Test mal machen, ob sich das halt auch wirklich lohnt. Ja, aber so im Großen und Ganzen läuft das hier recht gut. Also wenn du halt wirklich mal richtig Straßenbahn fahren willst, ja, dann ist natürlich die VR-Brille genau das Richtige.
Das Nonplusultra. Allerdings, wie gesagt, was natürlich hier den Spaß ein bisschen bremst, hier sehen wir Haltepunkt, plus 10 TSP, sind natürlich die extreme Summe von der VR-Brille. Wir haben jetzt letztens mal zusammen mit, also ich und Dennis, letztes Mal geguckt, ob wir nicht einfach mal eine Brille für ihn kaufen. Ja, unter 300 gebraucht sogar schon, bekommst du gar nichts. Und das ist schon extrem heftig, ja. Dafür, dass du hier, oh, jetzt ist natürlich rot, egal. Ist natürlich schon extrem heftig, denn ja, nur für so ein bisschen Spielzeug. Und wie gesagt, aktuell lohnen sich nur zwei Spiele, ja, also wenn du VR spielen willst oder sowas, hast du halt nur die Auswahl zwischen den Lotus-Simulator und jetzt halt Tramsim. Aber Tramsim macht dafür halt alles richtig. Ich glaube, bei euch ist es auch so, jetzt gerade im Bild, dass ihr das auch rangezoomt seht halt, ne? Also er nimmt jetzt praktisch halt wirklich das auf, was jetzt in der Linse zu sehen ist. Ja, was natürlich für mich nochmal positiv ist. Also Tramsim hat es so geschafft, dass ich jetzt halt nicht mit extra Software arbeiten muss, um das Ganze nochmal performance-lastiger halt aufzunehmen. Zeigt er das Bild jetzt halt wirklich so an, wie ihr es jetzt aktuell seht, wie ich das jetzt in der Kamera sehe. Allerdings halt ein bisschen gezoomter, habe ich das Gefühl. So, hier haben wir jetzt natürlich ein paar Lecks drin. Ja, hier haben wir so eine ganz kleinen Mikro-Ruckler drin. Aber wie gesagt, also das hält sich noch in Grenzen. Das ist jetzt nicht so wie jetzt in Lotus, dass du halt teilweise manchmal echt stehende Bilder hast oder sowas, ja. Also dieses Future ist ziemlich nice. Problem an der ganzen Sache ist, ich kann es immer wieder euch nur sagen, das ist ein richtig cooles Future in VR zu spielen. Aber wie gesagt, ich kann natürlich nachvollziehen, wie gesagt, halt der Preis, ja, der macht die Musik. Und man kann es halt nicht richtig beschreiben. Das ist das Problem, ne? Also ihr hört jetzt so bloß, ihr seht jetzt vielleicht ein Bild, jetzt ruckelt es ein bisschen doller jetzt hier schon mit der Performance, aber wir sind jetzt auch gerade echt im Zentrum drin. Man kann es halt nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn du jetzt hier drin sitzt, ja? Ihr hört das halt bloß, aber ja, mehr ist da aktuell nicht drin, ja? Ihr seht es vielleicht jetzt halt auch noch, weil ich jetzt halt nochmal das Ganze im Bild habe. Aber so wirklich, ja, intensiver wird das für euch natürlich auch nicht dargestellt, als jetzt viel für mich jetzt hier. Ihr seid, also ich bin mittendrin. Das ist, egal wo ich jetzt so hingucke, jetzt nach rechts, nach links oder sowas, ja. Nach links, ja, hier sehe ich zum Beispiel die ganzen Schalter, als ob ich jetzt so wirklich die ganzen Schalter jetzt hier einzeln jetzt so umlegen könnte, die ganzen Sicherungen oder sowas, könnte jetzt hier gefühlt jetzt hier an die Knöpfe. Guck mal, ja, das ist zum Beispiel geil. Normalerweise, wenn du ja die Kamera so drehst oder sowas, ne, drehst du die ja so, ne? Ich kann mich jetzt halt mit der VR-Brille richtig um den Sitz, ne? Richtig um den Sitz halt praktisch jetzt so umdrehen, ja? Und kann mir das dann halt, was da alles noch hinter dem Sitz ist. Hier, diesen Power-Button, den würdest du, im Normalfall würdest du den jetzt so gar nicht sehen, ja? Ich kann, wie gesagt, das Ganze jetzt mit der VR-Brille mich jetzt zur Seite lehnen und sehe da tatsächlich diesen Not-Button, ja? Und das ist halt schon dieses coole Future halt in der VR-Brille. Aber wie gesagt, das habe ich, glaube ich, alles auch schon in Lotus mal gesagt gehabt. Wie gesagt, damals, wo Lotus noch jung, frisch war, hat mir ja auch gleich unsere VR-Videos aufgenommen. Aber wie gesagt, aktuell ist da auch ein bisschen die Luft raus, was das VR da angeht. Ah, hier ruckelt es jetzt ein bisschen heftiger schon. Also das ist jetzt hier schon, also teilweise wirklich schon richtig stehende Bilder. Aber hier ist die Performance halt auch, wenn du hier schon alleine so fährst, ohne VR-Brille, schon sehr kritisch. Aber es ist halt wirklich ja hier oben jetzt so, als ob ich jetzt hier die Dachluke aufmachen könnte und jetzt praktisch rumspielen kann. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Also VR, View-App hat sich hier auf jeden Fall, hat sein Wort gehalten, hat hier einen VR-Modus reingebaut. Ich hoffe, dass man das echt nicht vernachlässigt. Also das wäre echt schade. Ja. Es gibt schon so kaum Spiele für VR. Also man muss dazu sagen, also es gibt jetzt schon also mindestens zwei Hände voll gute VR-Spiele. Ja, aber das ist halt immer noch zu wenig, um dazu zu sagen, so schafft euch eine VR-Brille an. Und ich kann halt jedem immer nur einladen, kommt vorbei,
jetzt gerade nicht durch Corona, aber sonst kommt vorbei und schaut euch das selber an. Ja, man muss das halt wirklich mal selbst erlebt haben, wie das Ganze halt ausschaut, wie das Ganze halt funktioniert und einfach mal dieses Gefühl bekommen, dieses Mittendrin-Gefühl. Ich glaube, das wäre für viele schon ein absolut großartiger Traum, da einfach mal hier zu sitzen. Ja, also wer schon immer mal so im Flexity sitzen wollte, ja, der kann das Ganze jetzt in Tramsim tun mit VR-Brille. Vielleicht funktioniert auch nochmal irgendwann mal noch so Controller-Support oder sowas, dass du hier zum Beispiel den Rail-Driver-Cap benutzen kannst. Ja, da müsste man, dann hast du halt diese ultimative Sammlung. Ja, aber sonst, ihr seht es halt, ja, es funktioniert richtig, richtig gut. So, hier haben wir. Okay, haben wir ein bisschen Stoffen. Ihr hattet ja in die Kommentare geschrieben, dass die halt wirklich nur, wenn man sie frontal wirklich anfährt, dann gibt es Ärger. Sonst, wenn man sie nur so streift, ist es halb so schlimm. Haben uns natürlich auch an der gleichen Stelle ausgesucht, die jetzt natürlich Performance mega, mega anstrengend ist. Aber das ist auch vielleicht ganz gut. Vielleicht kann der View-Up dann nochmal ein bisschen was nachpitchen oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, es kommt auch noch dazu, das Ganze halt durch das Aufnehmen zieht das Ganze nochmal extremst an Performance. Ja, und das soll eigentlich schon so mein kleiner Test jetzt mal mit VR gewesen sein. Ich weiß, für viele von euch ist tatsächlich das ganze Gucken sehr anstrengend, ja, wenn man das diese ganzen Kopfbewegungen und sich alles so anguckt. Da habe ich schon viel in den Kommentaren gelesen, so, oh nee, bloß nicht, mach das nicht, und das ist mega anstrengend. Es ist natürlich, zum Zuschauen ist es natürlich mega anstrengend. Aber wenn man das selber auf dem Kopf hat, dann ist das gar nicht so schlimm. Deswegen auch wieder so ein Faktor, wo ich sagen muss, das muss man selbst wirklich erlebt haben, wie das Ganze halt ist. Ihr solltet jetzt nicht, um Gottes Willen, jetzt hier irgendwelche Achterbahn hier zu fahren, von hoch, runter, links, rechts und hast du nicht gesehen. Das um Gottes Willen nicht. Aber wie gesagt, einfach mal so selbst schauen, wie das Ganze halt dementsprechend halt auch mit VR funktioniert. Das ist eigentlich schon eine relativ coole Sache. Also ich hoffe, wie gesagt, dass VueApp da auf jeden Fall weiter dran arbeitet, dass sie das Ganze vielleicht noch ein bisschen performance-technisch noch ein bisschen optimaler hinbekommen, um da vielleicht nochmal so das Nonplusultra rauszuholen. Die sind auf dem richtigen Weg. Holy shit, das ist jetzt der erste richtige Simulator in VR, den man halt wirklich jetzt echt jetzt gut nutzen kann dafür. Lotus hat auf jeden Fall noch einen langen Weg dahin, um die Performance halt zu bekommen, wie es jetzt hier Tramsim aktuell hat. Aber deswegen, wenn man jetzt hier schon so sagt, dass man jetzt hier so eine Art Basis aufbaut, dann wäre natürlich cool, wenn man das hier echt nicht vernachlässigt. Und das soll es eigentlich von diesem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen geruckelt hat, vielleicht ein bisschen unscharf war, vielleicht jetzt ein bisschen, jetzt vielleicht nicht so schick aussah, wie Tramsim sonst halt ausschaut, aber so erkennt man es in etwa in der Brille. Und ja, verabschiede mich, bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns natürlich dann, ja, nächste Mal dann wieder zum offiziellen Tramsim Let's Play hier wieder weiter. Ich bin Sabio, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.